mal, bist du irgendwie durchtrainierter geworden? Ach du heilige Mutter Gottes. Ganz schön hart. Nein! Vor einiger Zeit habe ich schon mal auf eine Folge reagiert von Hilf mir, Jungpleite, verzweifelt. Guck mal. Jetzt hat sie, oh mein Gott. War super. Und in meiner Reaction auf diese Folge habe ich einfach aus Spaß gefragt, hey RTL 2, kann ich mal einen Gastauftritt bei euch haben? RTL 2 hat dann unter meinem Video kommentiert, Bewerbung ist angenommen. Worüber ich dann gestern in meinem Video berichtet habe und in meinem gestrigen Video habe ich euch auch gefragt. Ihr habt hier oben eine Abstimmung und könnt sagen, auf welche der beiden Folgen ich morgen reagieren soll. Und bei dieser Umfrage kam raus, dass ich auf die Folge Verliebt in den Chef reagieren soll. Deswegen heute, meine Damen und Herren, Luca reagiert auf Hilfe mir. Stalker-Alarm. Verliebt in den Chef. Also da läuft eine Frau in den Blumenladen rein und... Eileen, was machst denn du hier? Meine Eltern haben mich nun rausgeschmissen und zwar endgültig. Mein aufrichtiges Beileid. Wenn meine Eltern mich rausschmeißen würden, würde ich auch als allererstes in den Blumenladen laufen. Ja, aber ich hab doch nur dich, Tante Gabi. Ach! Tante Gabi ist das. Ich dachte, die wollte jetzt irgendwie Blumen für die Eltern kaufen. Hey Eltern, ihr habt mich zwar gerade rausgeschmissen, aber ich habe ein paar Blumen für euch. Das ist eigentlich eine Plastikpflanze von Ikea. Wir haben doch nur darauf gewartet, dass ich 18 bin und dir nicht auf der Tasche liege. Okay. Warte, heißt dieser blaue Dings, dass jetzt eine Therapeutin kommt? So kann es tatsächlich kommen. Stefan Bartels, Rechtsanwalt. Mal schauen, was er zu sagen hat. Ab dem 18. Lebensjahr sind die Eltern nicht mehr zur Betreuung ihrer Kinder verpflichtet. Das heißt konkret, sie müssen ihnen auch kein Dach mehr über dem Kopf bieten. Wow, Stefan. Oh, du wurdest zu Hause rausgeschmissen. Warte, ich schalte kurz den Rechtsanwalt ein. Ja, wenn man 18 ist, kann man zu Hause rausgeschmissen werden. Gehen Sie zu mir in die... Tante Gabi, du hast doch noch die Wohnung. Ich vermiete das normalerweise jeden Monat für 200 Euro. Ich gebe dir Geld, sobald ich Geld habe. Geh hoch und dann schnell zur Arbeit. Ja, Tante Gabi, kannst du mir noch 20 Euro leihen? Uff. Wenn ich hier irgendwelche Personen, sag ich mal, beleidige, versteht bitte, dass es nicht gegen die richtigen Personen geht, sondern nur gegen diese gespielte Rolle. Aber scheint so, als seien die Eltern von der Eileen echt heftige F***. Schmeißen die erstmal raus und dann geben die dir nicht mehr Geld mit. Die hat nicht mal 20 Euro dabei. Ich kann kotzen, dass meine Eltern mich rausgeschmissen haben. Ja, ich weiß es schon, scheiße, so ohne Geld. Du hast es erfasst. Darf ich das nochmal in Slow Motion hören, was sie gesagt hat? Das ist schon scheiße, so ohne Geld. Du hast das Leben verstanden. Da muss ich wirklich sagen... Ohne Geld... Ist Leben scheiße, wa? Ja, wenn ich erstmal mit Tobias zusammen bin, dann habe ich überhaupt keine Geldsorgen mehr. Typisch. Typisch Frau. Nichts gegen alle Frauen, nicht, dass mir jetzt hier irgendwie nachgesagt wird, ich wäre hier geschlechterfeindlich. Aber da wird doch in dieser Folge wirklich komplett diese Standard-Klischee-Sachen werden immer aufgegriffen. Sei es jetzt, wenn da irgendwelche Ausländer rumlaufen oder wenn jetzt hier die das Mädel pleite ist, dann sucht sie sich einfach einen reichen Freund. Finde ich schon sehr bedenklich, wie hier Rollen dargestellt werden. Ich glaube, du hast eine Kleinigkeit vergessen. Steffi, unsere Ausbilderin, die sind verheiratet. Eileen will sich den Chef klären, der eigentlich verheiratet ist. Also, Eileen, absoluter Wahnsinn mal wieder. Also jetzt kommt hier irgendwie so eine andere Frau rein, auch so mit Hundschuhen, also wie sind die denn? Da ist Tobias. Habt ihr gut gemacht, Mädels. Okay. Sag mal, bist du irgendwie durchtrainierter geworden? Ach du heilige Mutter Gottes. Das ist ja an Cringe-Material nicht mehr zu überbieten. Ja, ich trainiere. In wo? Ich gehe mal hier zu dem Fitnessstudio da vorne an der Ecke. Ah ja, hinter da bin ich auch. Und ist das gut da? Nee. Ja, auf jeden Fall. Also ja, doch. Zweimal die Woche gehe ich da bestimmt dahin. Hammer. Zweimal die Woche geht er dahin. Ich glaube, jetzt kommt die Steffi an, seine Verlobte. So, Schatzi. Mhm. Wollen wir zusammen die Bestellung machen? Klar. Boah. Mhm. Ey, das ist doch echt ekelhaft, dich das anzuschauen. Und jetzt heult sich Aline hier wahrscheinlich bei ihrer komischen, kein Geld zu haben, ist richtig scheiße, war Freundin aus. Doch, er wird mir auf jeden Fall zu Füßen liegen dann damit.
werde mich einfach verändern. Mhm. Haare neu. Mach und das. Klamotten neu. Haare neu ist immer klasse. Du arbeitest in einem Friseursalon. Kostet aber alles so viel Geld, Nancy. Kannst du mir nicht 50 Euro leihen? Oh. Ich verdiene genauso viel wie du. 50 Euro kann ich mir auch nicht leihen. Ach du Kacke. Aber es ist wirklich eine Notsituation. Also das ist ja eine Notsituation. Wurde gerade bei den Eltern rausgeschmissen, hat keine Wohnung, hat sich von Tante Gabi eine Besenkammer besorgt, hat von Tante Gabi noch 20 Euro geliehen und jetzt muss sie ja auch noch die 50 Euro von der... Ja, ich weiß es schon, scheiße, so ohne Geld. Von dieser Tante muss sie sich ja jetzt auch noch 50 Euro leihen, weil es ist ein Notfall, Leute. Die Eileen braucht neue Haare, um den Tobias aus seiner Ehe rauszuholen. Was schaue ich mir hier an, Mama? 30 Euro. Aber den will ich auch wieder sofort zurückhaben. Ja. Den will ich auch wieder sofort zurückhaben. Den 30-Euro-Schein. Du musst doch in den Friseurladen gehen. Der macht doch schon immer um 15 Uhr zu. Und du hast doch einen Schlüssel, oder? Ja, aber wenn die uns erwischen, das können wir doch nicht bringen. Ach, Nancy, die erwischen uns schon nicht. Also, schauspielerisch, wenn ich da mal eine Note vergeben darf, nach Skala von 0 bis 17... ist halt für mich eine minus 4.000. Außerdem habe ich jetzt auch gar keinen Bock auf Berufsschule. Ich werde mir jetzt einfach einen Minirock kaufen gehen. Das ist viel wichtiger. Da gebe ich dir definitiv recht. Eileen braucht dringend eine zündende Idee, um Geld aufzutreiben. Sie muss sich ja die Extensions leisten können. Und den Minirock. Nein. Nein. Wo ist der Stefan Bartels, Rechtsanwalt, der jetzt sagt, dass das Diebstahl ist? Beim Griff in die Kasse kann die 18-Jährige nicht widerstehen. Ja, wenn man etwas klaut, dann ist das Diebstahl. Und das ist illegal. Doch damit nicht genug. Nein. Um den Verdacht von sich zu lenken, steckt Aileen der Angestellten ihrer Tante einen Teil des geklauten Geldes dreist zu. Aileen! Wenn ich deine Mutter wäre, würde ich dich auch rausschmeißen. Aileen ist glücklich. Okay, wow, RTL 2. Das ist ja echt Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt. Ich werde auch gleich weiterlaufen lassen, dann hört ihr das bestimmt. Der Moderator, der das sonst immer moderiert hat und gesagt hat, was jetzt gerade abgeht, in welcher Szene die sich gerade befinden, der wurde einfach Tonhöhen... tiefer gemacht. Sie wollten eigentlich eine neue Stimme haben, hatten wahrscheinlich kein Geld und haben dann einfach den bisherigen Moderator genommen und seine Stimme einfach vertieft. Die geklauten 400 Euro ihrer Tante hat die 18-Jährige komplett in ein neues Outfit investiert. Hä? Sie das ist sich sicher, mit einem sexy Styling muss ich ihr Chef... Das hört man doch voll. Was denken sich denn da die Leute in der Redaktion? Ach, oh nee, das ist ja die Brille von dem Rechtsanwalt. Ja, liebes Hilf-mir-Team, wir bräuchten dann noch eine neue Stimme für diese Folge, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ich schau mal, wie viel Budget wir noch haben. Das sind 2,20 Euro. Ey, Tontechniker, kannst du nicht einfach den jetzigen Moderator ein bisschen tiefer machen? Aber mal schauen, ob die Aileen jetzt den Tobi beeindrucken kann. Aileens Umstyling läuft anders als geplant. Ach du Scheiße. Die geklauten... Die sieht aus wie so ein Besen. Sorry, Extensions kann ich halt eben noch nicht so gut. Wie sehe ich denn aus? Total peinlich. Ihr könnt mit der Aileen könnt ihr demnächst den Boden wischen. Kann ich auf gar keinen Fall vor Tobias treten. Kannst du mir noch mal Geld leihen? Aileen? Du hast gerade 400 Euro aus der scheiß Blumenkasse geklaut. Das war das letzte heute, was ich dir gegeben habe. Ich habe auch nichts mehr. Am nächsten Tag. Habt ihr das gehört? Der Cutter hat einfach die Moderatorstimme eine Sekunde zu früh reingepackt. Am nächsten Tag. RTL 2, falls ihr einen neuen Cutter braucht, könnt gerne mich einstellen. Oh nein, Aileen. Jetzt entdeckt die in der Karre von Gabi noch meine Handtasche und klaut da jetzt wieder was raus, oder was? Sie klaut die Kreditkarte. Ich krieg echt die Vollkrise mit dir hier, ne? Aileen hat alles. Ist das der scheiß Ernst von dem Cutter? Aileen hat alles auf eine Karte gesetzt. Und zwar auf die ihrer Tante.
Okay, der Joke war gut. Wow. Aileens neuer Look interessiert Chefin Stephanie nicht. Im Gegensatz zu ihrer massiven Verspätung. Das ziehe ich dir von den Fehlstunden ab. 30 Euro insgesamt. Die 30 Euro machen mir sowieso nichts aus. Die machen der Aileen eh nichts aus. Im Fitnessstudio lauert Aileen ihrem Chef auf. Also erstmal wieder doppelter Moderatorfehler, ne? Und jetzt wartet Aileen im Gym auf ihren Chef. Ans Trainieren denkt Aileen allerdings nicht. Sie will nur mit aller Macht Tobias rumkriegen. Das ist auch immer meine Intention im Gym. Geh da eigentlich nur hin, um Tobias rumzukriegen. Ich trainiere jetzt auch hier. Nicht, dass ich es unbedingt nötig hätte, aber ich habe mich auch angemeldet. Ah. Ich kann mir das echt nicht mehr lang geben, ne? Ganz schön hart. Nein! Hey Tobias, ich hab dich beim Training vermisst. Ach du Scheiße. Jetzt setzt sie sich da nackt zu dem Tobias und der Tobias säuft sich ein Bier da rein. Hast du es etwa hier reingeschmuggelt? Oh oh. Ja. Ja. Das hab ich jetzt echt mal gebraucht. Warum? Mit dem Stress hier mit Steffi heute. Ah! Ich meine, du bist doch wirklich eigentlich so eine treue Seele. Wenn sie das auch wüsste. Ach du Kacke. Oh mein Gott! Der ist verheiratet! Ich hab den kompletten Glauben in die Menschheit verloren! Leute, ich bin ganz ehrlich. Ich will mir diese Scheiße nicht weiter anschauen. Wenn ihr da Bock drauf habt, ich habe euch die ganze Folge unten in der Beschreibung verlinkt. Schaut sie euch gerne an, ihr verliert dabei halt 2.000-3.000 Gehirnzellen. Wenn euch meine Reaction hier auf diese Folge von Hilf mir gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da. Auf welche Folge soll ich als nächstes reagieren? Oder soll ich es einfach sein lassen? Das ist echt schon scheiße. Naja. Tschüss.